Am nächsten Tag in Boy Juniors entscheidet nur ein Faktor über Gewinner und Verlierer. Nicht Taktik, Sportlichkeit oder Geschick überzeugen auf der Waage, sondern jedes einzelne abgenommene Gramm. Im Wiegestudio bin ich mega nervös. Auch Trainer Ramin hat Bedenken, ob sein Team heute gewinnen kann. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sehr schlecht geschlafen vor dieser Waage, weil natürlich die Chancen für unser Team relativ schlecht stehen. Ab Woche 3 sind die Ergebnisse der Kandidaten nicht mehr so hoch. Der Körper verliert anfangs viel Wasser. Danach ist es schwieriger abzunehmen. Na, die Waage rechnet halt ab. Und es ist im Endeffekt, das ist das Wichtigste, der Biggest Loser. Die zeigt einem, ob man weiterkommt oder heimgehen muss. Die Anspannung im Raum ist spürbar. Welches Team hat heute prozentual zu seinem Gesamtgewicht die meisten Kilos verloren? Eines steht auf jeden Fall fest, einer von euch muss uns heute noch verlassen. Die beiden Kandidaten, die prozentual zu ihrem Ausgangsgewicht am wenigsten Kilos verloren haben, landen letztendlich unter der gelben Linie. Die anderen Kandidaten aus dem Verliererteam müssen dann entscheiden, wer von beiden das Camp verlassen muss und wer hingegen noch bleiben darf. Team Türkis, ihr konntet ja bei der Challenge am Schrottplatz einen Gewichtsbonus von 2 Kilogramm erwerben. Und was das für euch bedeutet, prozentual natürlich auf euer Gesamtgewicht, das sehen wir jetzt hier. Das ist ein ordentlicher Vorsprung, ja? 0,23%. Und den muss Team Orange jetzt versuchen zu schlagen. Dieser Startbonus von 0,23% ist sehr viel wert für uns. Deswegen habe ich so ein bisschen Bammel, dass 2 Kilo doch das Zünglein an der Waage sein können, was uns hier aus dem schönen Camp rauskickt, wieder ins karge Zeltleben zurück. Wir fangen auch gleich an mit Team Orange, und zwar mit dir, Jan. Bitte komm auf die Waage. Ich hasse den Moment zur Waage. Und ich hasse es, zur Waage zu gehen. So tough ich auch versuche, vorher zu wirken und über alles drüber zu lächeln. Wenn ich im 8-Kilo-Bereich bleiben sollte, wäre das total super. Jan bleibt mit 5,2 Kilo hinter seiner Erwartung. Die Diva schüttelt den Kopf. Dabei verstehe ich gar nicht, warum. Jan, du hast 5,2 Kilogramm verloren und stehst jetzt bei 178,4 Kilogramm. Glaub mir, wir sind in Woche 3. Das ist ein gutes Ergebnis. Jetzt schauen wir, was deine 5,2 Kilogramm für das Gesamtergebnis für Team Orange bedeuten. Deine 5,2 Kilogramm bedeuten 0,44% für Team Orange und du siehst, dein Team ist zufrieden. Bitte. Werdet ihr wohl tanzen? Hier war mir kaputt. Ich weiß, dass ich eigentlich mit meinem Wiegeergebnis zufrieden sein sollte. Ramin sagt es mir, alle haben es zu mir gesagt. Ich versuche beim nächsten Ergebnis, wenn es gut ist, zufriedener zu sein. Und wir kommen zu unseren ersten Kandidaten von Team Türkis. Umut, komm bitte zu mir. Ich war entspannt, als ich auf die Waage musste. Ich wusste, dass ich mir nichts vorzuwerfen habe. Bum, 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 bum. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen, was da die Waage zeigt. 3,6 Kilo sind Umuts schwächstes Ergebnis bisher. Nicht brillant, aber auch nicht schlecht. 3,6 Kilo sind fast 4 Kilo in einer Woche. Da ist ausbaufähig, aber ist okay. Dank deiner 3,6 Kilogramm steigt der gesamte Gewichtsverlust von Team Türkis auf 0,65%. Herzlichen Glückwunsch. Und wir machen weiter mit Daniel. Bitte komm zu mir vor auf die Waage. Boah, auf der Waage durch den Kopf, da geht einem 1000 Gedanken. Du denkst an deine Eltern, an das, was du dir vorgenommen hast, wo du stehen willst, wen du stolz machen möchtest, für dich selber. Und dann guckst du die Krisi an. Es gehen so viele Gedanken durch deinen Kopf, das kann man gar nicht beschreiben. Ich sag immer,
Du hast 5,1 Kilogramm verloren und du stehst jetzt bei 161,2 Kilogramm. Und wir schauen, was deine 5,1 Kilogramm für Team Orange bedeuten. 0,87%. Herzlichen Glückwunsch. Ja, mit meinem Wiegeergebnis bin ich gar nicht zufrieden. Ich habe mich diesmal auch gar nicht so gefreut, weil ich habe echt mit mehr gerechnet, weil ich wirklich kaum gegessen habe und so viel Sport gemacht habe, 4-mal am Tag. Die nächste ist Leichtgewicht Dani für Türkis. Mein Herz klopft wie wild, ich bin aufgeregt und bin einfach nur nervös. Ich habe aber absolut kein Gefühl, wie viel ich abgenommen habe. Kilo sind ein super Ergebnis für die 29-jährige Personalberaterin. Reicht es auch für die erneute Teamführung? Und wir schauen mal zu, was dein Ergebnis zum Gesamtgewichtsverlust von Team Türkis beiträgt. 0,92%. Glückwunsch! Jetzt kannst du sprinten, aber ganz schnell. Ich freue mich riesig über die 2,3 Kilo.